Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Ich bin euer Kotlet und mache hier artig eine Verbeutung für euch. Ich gehe mal kurz hier nach oben, damit das Hämmern von dem Schmied nicht so nervig ist. Ja, wie ihr seht, ich bin beim Schmied. Ich habe gerade mit der großen Scherbe, die wir bekommen haben, meinen Zweihänder hier aufgerüstet. Hier auf plus 6, der macht jetzt 208 Schaden plus ein bisschen was extra. Unterwegs sind mir noch die Baldar-Stulpen in die Hände gefallen. Deswegen habe ich mir auch die Baldar-Gamaschen, die wir vorher schon mal bekommen hatten, angezogen. Haben wir ein bisschen mehr Poise, bringt zwar alles noch nichts, aber ja, man nähert sich, sage ich mal. Man nähert sich. Außerdem letztes Mal schon angezogen den Schutzring der Gunst. Der erhöht unsere maximale Belastung, unsere Ausdauer und unser Leben. Und ich war hier in der Kirche bei dem Ablassprediger oben auf dem Dach, wo die Gargoyles waren, und habe mir dort einen Läuterungsstein für 3000 gekauft, um mal diese Fluchscheiße loszuwerden. Ja, und damit ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss, werde ich jetzt hier einfach mal den Heimkehrknochen verwenden. Ja, das möchte ich gerne tun. Ich habe zwischenzeitlich nichts angegrabbelt und wir sollten jetzt eigentlich wieder unten in der Kanalisation stehen. Das tun wir auch. Dann werde ich hier noch die Aushöhlung umkehren. Was mir übrigens aufgefallen ist, normalerweise, ich wurde in den Malen, wo ich das Spiel hier durchgespielt habe, noch nie verflucht. Und das wird maßgeblich daran liegen, dass ich meistens nicht als Mensch rumgelaufen bin. Und als Mensch wird man in Dark Souls 1 halt einfach schneller verflucht als Untoter. So, das hat ja jetzt hier mal irgendwie überhaupt nicht geklappt. So, der da hinten... Ne, ich habe ja die Tür hier noch nicht geöffnet. Also wir müssen den uns auch noch mal vornehmen. Kostet jetzt leider alles ein bisschen Zeit, aber was soll's, das ist halt Dark Souls und wenn man irgendwie einen Fehler macht, dann wird man dafür bestraft und muss ja, eventuell den einen oder anderen Weg nochmal gehen. So ist das nun mal. Was mich total wundert, ist, dass ich die hier oben nicht anschießen kann, doch man muss halt nur irgendwie die richtige Stelle treffen, wie mir scheint. So, nehmen wir das Ding hier mal in zwei Hände, gucken wir mal, was wir hier an Schaden machen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Dann dauert das hier auch nicht so ewig. So, einhändig geht das Ganze noch ein bisschen schneller. So, so auch noch. Ja, die anderen da oben, die sollen wir jetzt an der Stelle eigentlich... nee, vergesst, was ich sagen wollte. Die sind mir nicht egal, weil die können grüne Scherben droppen. Und die brauchen wir für eine Feuerverzauberung. Und ich brauche später unbedingt eine Feuerverzauberung. Warum ich die brauche, das werdet ihr dann natürlich sehen. Aber alles zu seiner Zeit. So. Ich kenne übrigens außer Dark Souls 1 kein Spiel, wo man von lebendiger Scheiße angegriffen wird. Also nicht mal bei South Park oder so. Hier der Mr. Hanky, der Weihnachtscode, der euch ja sicherlich bekannt ist. Ja, die haben leider nichts gedroppt, war die Nummer also umsonst. Macht nichts. Weiter geht's im Text. Ja, nehme ich mal wieder das Schild in der Hand. Der da oben, der soll mir jetzt eigentlich auch mal egal sein, würde ich sagen. Den konnte ich irgendwie letztes Mal auch nicht da runterschießen. Und diesmal werde ich das auch nicht versuchen. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Genau, hier bin ich richtig. Glaube ich. Ne, hier geht es ja wieder nach draußen. Aber ich werde jetzt hier trotzdem mal weitergehen, weil hier hinten haben wir letztes Mal jemanden vergessen. Ja, der hat mich nicht gesehen. Hier können wir nämlich noch einen Pyromanten befreien. Und ich gebe euch den Tipp, rollt durch die Fässer und schlagt nicht drauf, weil wenn ihr drauf schlagt, könnt ihr das Pech haben, dass ihr Aggro zieht von dem Typen und dann könnt ihr halt keine Pyromantie mehr bei ihm lernen. So, ich werde jetzt hier mal ganz vorsichtig sein Fass zerrollern. Ja, da haben wir uns den Laurentius befreit. Der hatte Angst, dass er hier die Mahlzeit von den Leuten wird. Aber was der gute Laurentius nicht weiß, die sind ja schon alle tot hier. Und wenn ich nicht das Leuchtfeuer angrabbel, dann wird er auch keine Mahlzeit. So, was möchte ich jetzt machen? Genau, ich möchte jetzt den Weg gehen, den ich normalerweise immer gegangen bin. Quasi den Weg
wo man, ja, ich will nicht sagen, wo man failt, aber eher wo man failt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, das Magieschwert gegen die Köter hier nicht unbedingt erste Wahl, wie wir sehen, aber ich behalte das jetzt einfach mal. Dieses Zustechen hier, das finde ich einfach ganz gut. Ja. Das behalte ich einfach mal. Achso, hier ist noch ein Köter, den machen wir mal schnell weg, damit er uns gleich nicht nervt. Schnell sind wir relativ bei diesen komischen Flipper-Automaten, aber den haben wir ja doch noch bekommen. So, ich springe jetzt hier hinten in das Loch rein, da wo wir schon mal runtergesprungen sind. Plupp. Ihr erinnert euch sicherlich, hier unten haben wir letztes Mal die, oder vorletztes Mal sogar schon, die Ratte weggefletscht. Und ich werde jetzt hier einfach mal nach unten gehen, erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, dahinter, da wollen wir hin. Und wir wollen von der Seite aus dann später hier diese Tür öffnen. So, wie kommt man dahin? Man lässt sich da runterfallen und springt ab. Wer das nicht kennt, der wird runterfallen, so wie ich gleich. Und genau das mache ich jetzt auch. So, ich springe nicht ab. Ich lasse mich absichtlich nach hier unten fallen. Machen wir uns mal fix voll hier. Und dann habe ich auch schon den leisen Verdacht, dass das Phantom uns gleich auf den Sack geht. Deswegen nehme ich hier mal eine dicke Waffe in der Hand. Ich hoffe, der Spielsound ist jetzt nicht allzu laut und dass man mich noch einigermaßen hören kann, weil hier unten ist echt Alarm. So, da haben wir schon wieder so einen scheiß Flugmoppet. Ja, wie ihr unten gerade kurz im Bild gesehen habt, da muss man echt aufpassen, weil das sehr schnell hochstaggert. Ach, die ist noch gar nicht tot. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass ich da nicht wegkomme. So, komm mal hier schön angelaufen. Genau so ist das richtig. So, jetzt schön vorsichtig, weil irgendwo gibt es hier noch so einen ganzen Haufen von diesen Flugmoppets. Ja, da sehen wir es schon. Hier sind die verfluchten Leichen. So, wollen wir mal gucken. Da hinten sehe ich welche. Machen wir mal alles weg, was hier irgendwie stören könnte. So, ich frage mich gerade, ob wir den hier irgendwie... Ja, da haben wir schon mal einen weniger. Geht das auch ein zweites Mal? Nee. Vielleicht mit einem Köderschädel, aber sowas teste ich jetzt nicht. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Da, das hast du dir so gedacht. Ja, sprüh mal deinen Nebel, dann kann ich dich abstechen. So, mal gucken, ob wir noch einen hören. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall irgendwo noch eine ganze Menge sind. Und die müssen wir halt möglichst schnell kaputt machen, ehe die halt hier alles voll nebeln, weil wie wir gesehen haben, kommt man da nicht unbedingt weg. Mal gucken, ob wir den aus der Entfernung irgendwie machen können, hier so ganz safe. Ja, vier Schuss. Der hat sich jetzt nicht sonderlich schnell bewegt, das war ein bisschen glücklich jetzt gerade, muss ich sagen. So, da unten ist noch so einer. So, komm mal her. Ne, so war es nicht gemeint. Bleib mal doch lieber da, habe ich mir gerade überlegt. So, wo bist du denn jetzt? Warum ist denn da ein Toter? War ich da unten gerade? Fragen über Fragen. Hier komme ich auf jeden Fall weg. So viel weiß ich noch. Ui! Alter, das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gesehen, wie schnell das geht? Ey, leck mich am Arsch. Es ist ja echt so zum Kotzen mit diesen Viechern. Das ist halt das Problem, dass ich hier als Mensch rumlaufe. Muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich will unbedingt diesen komischen, ja, diesen NPC töten. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Da werde ich mir jetzt hier einfach mal eine Menschlichkeit gönnen. So, dann werden wir uns hier wieder... Ach so. Ach, das geht nicht, weil ich verflucht bin. Ach Gott. Okay.
war das also umsonst mit der Menschlichkeit. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, nochmal mache ich diese Tour nicht hier durch das halbe Spiel, um mich zu entfluchen. Ritter Kirk somit gestorben, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu, also das würde auch einfach zu lange dauern. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen Gas machen und versuchen zum Endboss zu kommen für diese Folge und vielleicht schiebe ich dann einfach noch mal so einen kleinen optionalen Part hinterher, wo wir uns dann noch mal angucken, was es hier unten so alles gibt, wenn man sich da in der Kanalisation umschaut. Da gibt es nämlich noch einen netten Ring unter anderem. Ja, geh mal weg, jetzt ist mir völlig egal, was du da unten machst, du blöder Flipperautomat. So, ja, da muss man aufpassen mit so wenig Leben, dass die einen nicht noch irgendwie hier kaputt machen. Jetzt ist es aber mehr als spannend. Scheiße, da wollte ich mir gerade mal eine Estus gönnen. So, jetzt vielleicht mal. Jawohl. Ja, ihr seht schon, mit 14 Leben und dann noch verflucht, ist nicht schön, wenn wir uns hier mal den Status angucken. 395 Lebenspunkte, das ist quasi nichts. Aber mit ein bisschen, ja, ich sag mal, mit mehr Glück als Verstand ist das auch irgendwie so machbar. Und genau das werden wir jetzt einfach mal versuchen. So, die Frage ist, Moment mal, wie? Okay. Gucken wir einfach mal, ob wir da unten abgesprungen kommen. Ansonsten ist mir jetzt auch egal. Nee, das schafft man gar nicht. Okay, dann müssen wir uns jetzt hier also durchkämpfen. Schade, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. So, da ist schon der erste Apparat. Was man zu denen wissen sollte, ist, die können einen, nachdem sie einen verflucht haben, nochmal verfluchen. Und das hat dann zur Folge, dass sich die Trefferpunkte halt nochmal halbieren. Das ist natürlich ja, nicht so schön. Und das versuche ich jetzt einfach mal zu vermeiden. So, nehmen wir mal schnell hier so eine kleine Heilung in der Hand. Mein Ziel ist es jetzt, nachdem mir eigentlich alles in die Hose gegangen ist, nur noch die Tür zu öffnen, damit wir es kürzer haben zum Boss, beziehungsweise die Tür dafür natürlich auch erstmal zu finden. So, genau, hier sind wir richtig, da drüben müssen wir hoch, ich erinnere mich an diese Stelle. So, einmal hier die große Treppe hoch, dann können wir nämlich hier aufmachen und dann gehen wir nochmal hier nach oben, einfach damit ich ja, keine Heilung verschwenden muss und damit wir nochmal voll sind und unsere Taschen voll haben. So, setzen wir uns mal hier fix ans Feuer. Und dann muss ich mich jetzt mal ein bisschen vorbereiten. Schnell genug bin ich. Havels Ring habe ich auch. Erhöht die Ausrüstungslast. Ich würde mal sagen, ich versuche mal den hier. Nee, da bin ich ein bisschen langsamer. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal den Zweihänder. Dann nehmen wir hier wieder Havels Ring. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob wir den Boss schaffen mit so wenig Leben. Ich sag mal so, es ist theoretisch möglich, dass er einen überhaupt nicht trifft. Und ich kenne den Boss zum Glück auch und weiß so ungefähr, was er tut. Aber wie das nun mal so ist, man kann halt immer Pech haben, dass er einen irgendwie dämlich anspringt oder einen irgendwie doch noch trifft, weil die Hitbox einfach so groß ist. Da muss ich jetzt einfach mal gucken, wie sich das hier so darstellt. Da wäre mir schon wieder so eine Scheiße auf den Kopf gefallen. So, du geh mal weg. Und du auch, ich habe nämlich keinen Bock auf euch. So, dann gehen wir nochmal schnell hier zu diesem Händler. Der verkauft uns ja, schöne Sachen, später halt auch Rüstung von Bossen, die wir besiegt haben. Im Moment hat er nur seine eigene quasi.
Hier ist erwähnenswert, dass er Kristallwaffen hat und ein Kristallschild. Die sind recht gut. Können wir uns aber gerade nicht leisten. Was wir uns leisten können, ist ein Goldharz mit Blitz. Und das packen wir uns auch mal direkt ein. So, haben wir hier Goldharz. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal straight away zum Endboss runter. Beziehungsweise hoch und dann wieder runter. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Hier gab es irgendwo noch ein Item. So, Zeit haben wir noch. Das heißt, wir können den ruhig eins, zweimal probieren. Bevor ich hier einen Cut machen muss. So, hier ist leider nichts. Dann war das wohl eine Etage höher oder tiefer. Ne, hier geht's doch. Ach, hier geht's noch gar nicht zum Boss. Okay, dann war das hier hinten irgendwo. Irgendwo gab es hier, glaube ich, noch eine Armbrust, wenn ich mich nicht total täusche. Eine schwere Armbrust. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, auf in den Kampf. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Und das breche ich jetzt hier mal nicht ab, weil mir das ziemlich gut gefällt. Wollen wir mal gucken, wer hier auf uns wartet. Ich kenne den Kollegen schon ganz gut, muss ich sagen. Das sieht auch schön aus. Ich sag mal lieber nicht, an was mich das erinnert. Wow, eklig. So. So, machen wir mal hier ein bisschen Blitzgedöns. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ihm hier irgendwie den Schwanz abschlagen können. Ah, wo ist er denn da? Also was mir gerade schon aufgefallen ist, der Zweihänder hat eine extrem schlechte Hitbox. Oh, da sind wir einmal unter dem Schwanz durchgesegelt. Da haben wir Schwein gehabt und da hat er uns doch noch getroffen. Okay, das wird also extrem schwierig mit dem, ja, mit so wenig Leben, weil normalerweise, wenn da einen einmal trifft, so, ja, okay, dann ist das halt in Ordnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall festgestellt, ich brauche das Claymore für diesen Kollegen. Weil ich mit dem Zweihänder, ihr habt es gesehen, zwar ganz gut Schaden mache, aber er insgesamt einfach zu unhandlich ist. Das habe ich mir übrigens im Vorfeld schon gedacht. Ich wollte es aber trotzdem mal ausprobieren. Aber ich habe die Hitbox von dem einfach nicht getroffen bekommen. Was ich mich gerade frage, ist, ob ich den eigentlich vergiften könnte. Das könnten wir ja mal ausprobieren. Wäre auf jeden Fall witzig. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Boah, geh weg, ey. Ich wollte dich nicht anvisieren. Könnt ihr mal mich alle in Frieden lassen, bitte? Ja, hier, guck mal irgendwo anders hin. Das ist genau richtig so. Hast du was fallen lassen? Nein. Ja, zu dem Drachen ist es zum Glück auch nicht so weit. Und ein paar Minuten haben wir noch. Ich denke mal, ein, zwei Mal können wir den einfach noch testen hier. Und wenn das nichts wird, dann muss ich mir halt den Läuterungsstein holen. Da hilft alles nichts. Was ich vorhin noch gekauft habe, ist ein, hier so ein Gift auf der Waffe. Das werden wir uns einfach auch mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir den ja tatsächlich vergiftet. So, jetzt müssen wir schnell weg. Hat noch nicht gereicht. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen was blocken hier. So, was machst du denn jetzt?
Boah, schnell weg. Nein, nicht die Säule. Uiuiuiui. Das war aber knapp, ey. Komm, einmal noch. Nein, hat einfach nichts gebracht. Erstaunlich, dass ich ihm noch nicht den Schwanz abgeschlagen habe nach so vielen Treffern. Nee, das ist mir jetzt zu weit weg. Normalerweise ist das immer so die Gelegenheit, dass man ihm vorne auf die Schnauze hauen kann. Da macht man halt ein bisschen mehr Schaden. Kriegt es irgendwie einfach nicht hin. Doch, jetzt. So, da haben wir schon mal seinen Schwanz abgeschlagen. So, das werde ich jetzt mal nutzen. So, ihm ordentlich einen auf die Rübe ömmeln. Jetzt hoffe ich, dass er seinen Standard-Move macht. Genau. Das läuft dann wieder auf uns zu. Da müssen wir halt hier ordentlich ausweichen. So, nicht zu gierig werden. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Okay, das werde ich jetzt mal schnell nutzen, um auf den Zweihänder zu wechseln. So, und nicht zu gierig werden. Immer schön darauf achten, dass man Ausdauer hat. So, der kann noch kotzen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch noch mal vorhat. Alter, mach doch mal irgendwas, was ich kenne, ey. Hör auf, mir hier hinterher zu rennen. Alter, geh weg. Ja, genau das meine ich. Uah. So, das haben wir. Ja, da rennen wir mal hin und geben ihm mal zwei auf seinen Rüssel. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ey, dieser Zweihänder, der ist einfach so langsam. Ihr habt's gesehen, eigentlich war der Kampf schon gewonnen. Aber nein, ich muss das natürlich nochmal verkacken. Einfach so, weil ich's kann. Unglaubliche Zehen spielen sich hier ab, liebe Freunde. Aber gut. Was soll's? Ärgern können wir uns wann anders. Da gibt es noch ganz andere Bosse, kann ich euch sagen. Das war eigentlich ein sicherer Kill, will ich mal meinen. Und trotzdem bin ich eben gestorben. Das ist einfach, wenn man zu gierig wird. Ich habe schon spekuliert, ja, der wird gleich loslaufen. Und habe einfach angenommen, dass ich ihn noch treffe. Ich habe ihn nicht getroffen. Und das war's dann. So sei mal nicht so neugierig hier. Willst du was fallen? Nein. Okay, letzter Versuch für diese Folge. Ansonsten machen wir das nächstes Mal nochmal vernünftig. Vielleicht mit ein bisschen mehr Leben, muss ich mir dann mal überlegen. Aber eigentlich, ihr habt es gesehen, läuft das ganz gut. Den kann man quasi nackt machen. Das Blöde ist, dass er jetzt auch seinen Schwanz wieder hat. Und mit dem kann er uns halt hauen. Ich verstehe nicht, warum ich den da nicht treffe, wenn der da vorne ist. Das ist eigentlich einfach. So, holen wir uns hier mal das Leder-Set von den Banditen. Wisst ihr was? Ja. Das wird nichts, also ganz ehrlich, eben gerade haben wir den zwar fast gehabt, aber ich schätze mal, das war einfach nur irgendwie Glück, weil wenn der einmal irgendeinen scheiß Move macht, dann haben wir einfach keine Chance gegen den, weil wir nichts aushalten. Wenn der einen so trifft, wie er es eben getan hat, dann ist das eigentlich so, ja, dass man halt noch mit ein bisschen Leben dasteht und halt noch irgendwie was machen kann. Ja, das haben wir jetzt halt nicht. Verfluchte Scheiße, sage ich euch. So. Jetzt haben wir die Videolänge auch fast erreicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Versuch.
Und dann werden wir uns nächstes Mal menschlich machen und den dann ganz in Ruhe angehen. Vielleicht kaufe ich auch einfach mal so ein paar von diesen komischen Entfluchungssteinen im Petto und mache doch noch diesen Kirk, wenn das jetzt hier nicht klappt. Das lasse ich mal offen. Ich will ja eigentlich, dass es klappt. Ich hätte den gern mal mit dem Bogen abgeschossen. Einfach nur so, um zu gucken, ob man den vergiften kann. Aber wie ihr gesehen habt, ist das alles immer nicht so einfach. So, in zwei Hände. So, mach mal was. Und weg. 25 Lebenspunkte. Ja, ich wollte rollen, hat halt nicht funktioniert. Okay, vergessen wir das an dieser Stelle. Das hat so keinen Sinn, da habe ich auch keine Lust zu, irgendwie auf den Zufall zu hoffen, dass ich da jedes Mal irgendwie den kaputt kriege. Ich würde mal sagen, für heute mache ich Feierabend. Das reicht jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer wieder für euer Zuschauen. Winke euch nochmal schön in die Kamera und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.